Ein Clown liebt es zu scheitern. Der bucht oder scheitern, also es gibt ganz viele neue Spielmöglichkeiten für ihn. Die Lisa als Person liebt es, nochmal. Ich bin Lisa Suitner und komme aus Feldkirch und bin hauptberuflich Clown. Also ich nenne mich gern freischaffende Künstlerin, weil ich nicht nur Clownen tue. Aber ja, ich glaube, man kennt mich vor allem als Clown. Und meiner Meinung nach hat jeder Mensch auch einen Clown-Anteil in sich, der noch vielleicht schon entdeckt hat oder vielleicht noch nicht entdeckt hat oder noch am Entdecken ist. Und ein Clown hat einfach, also was ihn so besonders macht für mich, ist, dass er eine wahnsinnige Freiheit hat, dass er die Möglichkeit hat, Sachen von einem anderen Blickwinkel anzuschauen. Arbeit ist für mich etwas zum Tun, wo man dann auch die Möglichkeit gibt, davor zum Leben, also etwas zum Tun, wo ich Geld verdiene natürlich, aber auch etwas zum Tun, wo ich mein Potenzial möglichst gut einbringen kann und wo ich quasi der Gesellschaft oder Welt einfach was zurückgeben kann. Für mich ist ein guter Clown ein authentischer Clown. Also jemand, wenn ich dem zuschaue, wo ich so eine Essenz von dieser Person in der Clown-Figur drin sehe. Also es ist einfach nicht Kostüme anziehen und sich eine rote Nase anmalen und dann bin ich ein Clown, sondern es ist so eine tiefe Auseinandersetzung mit Menschsein und auch mit der ganzen Tragödie, die daherkommt mit Menschsein. Und für mich ist ein guter Clown, der aus wenig viel machen kann, der sich selber wahnsinnig einbringt und der vor allem zu sich selber und auch zum Publikum ehrlich ist. Mein Job gibt mir wahnsinnige Wachstumsmöglichkeiten. Also ich glaube, dass ich der beste Clown bin. Umso älter ich bin, umso besser bin ich. Ich glaube, wenn ich mit 80 Clown würde, dann würde ich sicher der bessere Clown sein wie jetzt. Es hat einmal ein Clownlehrer zu mir gesehen, ziemlich am Anfang, Clown sein macht einsam. Und dann habe ich mir gedacht, mit 24 oder was ich war und jemand, der gern unter Leute ist, habe ich mir gedacht, also das trifft auf mich mal sicher nicht zu. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich ein bisschen einsam bin, weil ich, eben wenn man einen Job hat, wo man Kollegen hat oder wo man in einer Gruppe ist, dann hat man diesen täglichen Austausch und man hat wie so ein bisschen Familie, also ja, wo man sich austauscht und das fehlt mir manchmal. Es heißt eigentlich, dass in Krisenzeiten immer die Zeiten waren, wo man Clowns und Komödianten und Künstler noch mehr gebraucht hat, als wir in Zeiten, wo es gut gegangen ist. Und nachdem, jetzt ohne dass ich pessimistisch sein will, aber nachdem ich schon eher das Gefühl habe, dass vielleicht eher schwierigere Jahre auf uns zukommen, als wir die letzten Jahre, die wir hinter uns haben, könnte ich mir vorstellen, dass es 2050 Clowns vielleicht noch umso mehr braucht und sie noch umso wichtiger werden.